Ja, vielen Dank. Ich habe mich eigentlich sehr gut gefühlt. Mir war klar, dass ich ein bisschen in der Favoritenrolle bin nach Cross-Mittelstrecke. Ist einfach irgendwie Lieblingsterrain von mir. Dass ich auch ein bisschen, wie gesagt, in der gejagten Rolle bin vorneweg. Mir war auch klar, wenn Timo mit am Start ist, dass ich etwas früher Druck machen muss, weil ich es nicht unbedingt auf den Spurt mit ihm ankommen lassen möchte. Und so war die Taktik eigentlich schon klar, dass ich vielleicht nicht ganz so früh wie jetzt heute, aber schon relativ früh versuche, mich Stück für Stück abzusetzen, um es eben dann ins Ziel zu kriegen. Trotzdem war es für mich halt wichtig, hier an den Start zu gehen, für mich selber, fürs Team. War auch ein Grund mit, warum ich auf die Hallen-EM verzichtet habe, weil für mich einfach die Cross-EM dann auch einen Stellenwert hat. Und der Umgang vom Verband mit uns Athleten halt nicht der richtige ist, wie wir ihn momentan empfinden. Ziel ist die WM in London, sehr wahrscheinlich über 5000 Meter. Trainingslager ist ein bisschen schwierig. Wenn man nebenher noch arbeitet und da noch irgendwie in der Praxis mitsteht, ist das nicht immer alles einfach unter einen Hut zu bringen, sodass ich nicht mit Regensburg nach Cervia ins sonst stattfindende Ostertrainingslager fahren werde, sondern die Woche vorher schon in Regensburg selber vor Ort sein werde und dort im Prinzip ein kleines Trainingslager veranstalten werde. Die nächsten Wettkämpfe wahrscheinlich Einstieg wieder wie letztes Jahr in Stanford über 5000 und dann mal schauen, wahrscheinlich irgendwo in Belgien dann nochmal eine schnelle 5. Das ist so der Plan und